Ja, hallo und guten Morgen hier aus Japan. Ich bin gerade am Frühstücken, diesen furchtbar schmeckenden Mix am Schlürfen. Ich habe die Verpackung in der Hand gehalten und habe mir gedacht, ja, ich spreche heute einfach über Verpackungen hier in Japan. Ich wurde gefragt, wie es hier damit ausschaut und vor allem mit der Mülltrennung, und darauf will ich heute einfach mal eingehen und nebenbei diesen Saft weiter schlürfen. Was ist überhaupt drin? Normalerweise frühstücke ich einfach Toast oder halt ein bisschen Reis mit Natto, aber heute mal was Gesundes und das schmeckt wow. Keine Ahnung. Schmeckt ein bisschen wie Tomate, aber jedes Mal, wenn ich hier koste, schmeckt es anders. Ja. Drin ist Hackfleisch, Chinakohl, Celery, Sellerie, Tomate, Tomate, Horenso, ja, Spinat, Akajiso. Eigentlich ist es Shiso, oder nicht? Shiso. Perilla. Sesamblatt müsste da sein. Aber ist eigentlich kein Sesamblatt, aber heißt so. Ja, Asparagus, das müsste Spargel sein. Ja. Kerbetze, Kohl, nasse Aubergine, Daikon, klar, Rettich, Kehre, Grünkohl, Retasse, Eisbergsalat, Cresson. Oh Gott, ich hasse diese englischen Wörter im Japanischen. Die klingen furchtbar und dann kann man sie auch nur ganz schlecht verstehen. Aber vielleicht ist es Kresse, keine Ahnung. Passeri, Petersilie, Bito, Rote Beete und Kabocha, Kürbis. Oh, Mann, furchtbar. Ja, schmeckt nicht so gut. Ja, wegen Mülltrennung. Wir haben leider gestern schon ein bisschen Müll entsorgt. Vor allem die Plasteflaschen wollte ich euch erklären, weil es ein bisschen konfus ist. Aber ich habe hier noch ein paar übrig. Heute zu Ende getrunken. Ja, Plasteflaschen. Wie schaut's aus? Jede Plastikflasche hat einen abziehbaren Sticker. Das ist immer markiert, das kann man abziehen oder abreißen. Hier ist es eine Trennlinie. Moment, ich muss das euch irgendwie zeigen. Hoffentlich fokussiert. Na komm, 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 du schaffst es. Da seht ihr die Punkte. Ne? Kann man abziehen. Ich habe gestern Abend schon dran rumgefriemelt. Tut mir leid, Chaos im Hintergrund. Ja, am Umziehen, na, ihr wisst ja, na, dass der Umzug ansteht. Da bin ich am Packen und da liegt alles noch wild rum. Ja, auf jeden Fall muss man Sticker immer abziehen. Man muss auch den Schraubverschluss abschrauben, die Flasche zerquetschen und entsorgen. Ich mache es aber anders. Ich zerquetsche es einfach und entsorge es. Es gibt drei verschiedene Müllbeutel in Japan. Ich kann euch mal zeigen. Es gibt den grünen. Da kommt alles rein, was nicht brennbar ist. Zum Beispiel hier ist eine Alufolie, alter PC und anderes Zeug, was ich einfach mal reingeschmissen habe. Leder, ja, sowas halt. Ne? Dann gibt es einen blauen Beutel und das ist ein bisschen konfus, weil in den blauen Beutel kommt entweder Plaste, Plasteflaschen oder Papier. Halt Verpackung, ne? Papierverpackung. Und das muss man natürlich trennen. Das heißt, wenn man eine Plastikflasche hat, braucht man schon mal zwei blaue Beutel. Einen Beutel für Plastikflaschen und den anderen Beutel für Verpackungen Plaste. Und dann gibt es halt Papierverpackung. Ja, die muss man in den blauen Beutel tun. Papier kann man wiederum auch einfach so in den roten Beutel tun. Und roter Beutel ist brennbarer Müll. Da kommt eigentlich Biozeug und vielleicht kontaminiertes Papier, was schon mal mit Essensresten irgendwie in Berührung gekommen ist. Ja, ansonsten kommt Papier im blauen Beutel. Ja, wie gesagt, Papier, Zeitungen etc., blauer Beutel. Pappe ist gesondert. Ne? Papier, Pappe getrennt. Papier, blauer Beutel. Verpackungen mit Sticker von Flasche und Korken, also Schraubverschluss von Flasche, in den anderen blauen Beutel und dann Flaschen selber zerquetscht in den dritten blauen Beutel. Ja. Chaos, Chaos, Chaos. Moment, vielleicht haben wir noch einen roten. Ja, roter Beutel, da kommt brennbarer Müll rein. Ne? Joa. Also meistens wird es auch getrennt zwischen brennbarem Müll und Essensresten. Ach Gott, ist mir peinlich, die dreckige Küche. Ja. Und die Verpackungen in Japan sind ziemlich derbe. Also zum Beispiel das hier, das ist ja noch ziemlich
Naja, ziemlich schön verpackt. Das ist aber aus einem, ja, Vergnügungspark, deswegen kann ich das eigentlich nicht so vergleichen, aber in Japan ist vieles ähnlich verpackt. Das ist ja noch ziemlich moderat verpackt. Normalerweise sind Kekse zum Beispiel größere Kekse, einzeln verpackt. Diese kommen in eine Plastikschale. Diese Plastikschale ist verpackt. Sie kommt in eine Box. Und diese Box ist nochmal verpackt. Also richtig viel Müll, was da anfällt. Aber das ist halt so üblich. Japaner achten sehr auf, wie heißt denn das? Naja, das muss halt attraktiv aussehen und hübsch sein. Und Werbung spielt eine wichtige Rolle in Japan. Und deswegen verwenden Japaner sehr viel Plastikmüll, zum Beispiel auch Bento. Wenn man so schön Bento essen will und man sich das kauft, erstmal ist Bento verpackt, ne, damit man das nicht leicht aufmachen kann. Bento ist verpackt, Verpackung abgemacht, kommt die Plastibox. Wenn man die Plastibox aufmacht, Deckel auf, da drin ist eine Plastischale mit Essen. Manche Essensvariationen sind nochmal in einzelnen Schälchen. Also da fällt sehr viel Müll an und ja. In Japan wird an vielen Tagen Müll abgeholt, zum Beispiel brennbarer Müll an 2 Tagen die Woche, blauer einmal die Woche und Plastikflaschen, Dosen, ja, Dosen muss man auch separieren. Dosen und Glasflaschen muss man separieren. Bei Glasflaschen muss man aber nicht darauf achten, ob sie braun, grün, weiß sind etc., sondern die muss man zusammensorgen, alle Glasflaschen, alle Dosen, die muss man auswaschen. Ja. Und vor allem Japaner fordern, dass man, wenn man zum Beispiel so einen leckeren Saft austrinkt, dass man den erstens die Verpackung aufmacht, zweitens es auswäscht, ja, und dann entsorgt. Und das noch separiert. Strohhalm raus in Plaste, Sticker abreißen in Plaste, ja, und das in brennbar. So schaut's aus mit der Mülltrennung hier in Japan. Sehr, sehr nervig. Ja, und dann Klamotten etc. werden dann wieder einzeln entsorgt und wie gesagt, Pappe von Papier wird getrennt und dann gibt es große sperrige Sachen, die abgeholt werden einmal im Monat. Ja, so schaut's aus. Naja gut, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bei euch ist es gerade um 4 oder um 3, keine Ahnung. Bei mir ist es um kurz nach 10. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Montag. Ich muss auch fleißig sein heute. Ich muss nochmal Bewerbungen fertigstellen und Firmen raussuchen. Und ich hoffe, ich kann die ersten Online-Bewerbungen heute schon rausschicken. Ja, also ich bin nicht so faul heute. Auch wenn ich frei habe, muss ich was tun. Gut, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns bald und nächstes Mal mit mehr Antworten auf Zuschauerfragen.